Servus Leute, Akto bin ich hier am Start und willkommen zu meiner Anime-Review über Elfenlied. Elfenlied wurde von Lin Okamoto geschrieben und gezeichnet und wurde im Jahr 2004 produziert. Zudem erstreckt sich der Anime über 13 Folgen und eine OVA, die jeweils 25 Minuten dauern, also wenn man das Opening und das Ending mitzählt. Und ja, der Anime ist in den Genre Drama, Mystery, Seinen, Splatter und Psychothriller vertreten. Okay, kommen wir nun zu der Story von Elfenlied. Also den Kern der Geschichte bilden die Klonius. Das sind eine Art Mutanten, die unterscheiden sich äußerlich nur durch Hörner auf dem Kopf. Und haben noch zusätzlich unsichtbare Arme, die werden Vektoren genannt. Und diese können mit Leichtigkeit Materialien durchdringen, weil sie so schnell schwingen. Okay, also in einem Forschungslabor werden diese Deklonios festgehalten und mit denen werden halt Experimente durchgeführt. Doch eines Tages schafft es einen der Deklonios zu fliehen. Das ist die Protagonistin Lucy. Und ja, kurz vor ihrer Flucht kriegt sie dann eine Kugel in den Kopf geschossen und fällt dann bewusstlos ins Meer. Am nächsten Morgen finden dann die zwei Studenten Koto und Yuka, die zugleich auch Cousin und Cousine sind, Lucy am Meer und nehmen sie dann mit nach Hause. Doch sie wissen nicht, dass das Forschungslabor schon einen Elite-Trupp ausgesandt hat, um Lucy zu suchen. Und ja, ihr könnt euch denken, was passiert. Die wollen sie jetzt zurückholen. Und ja, weiter will ich halt nicht spoilern. Okay, nach der minimalistischen Zusammenfassung der Story kommen wir jetzt zu der eigenen Meinung von mir. Warum ich den Anime so gut finde. Und ja, ich finde den Anime so gut, weil er einfach perfekt ins Genre Drama reinpasst. Und ja, Drama ist halt mein Lieblingsgenre, aber das Genre Drama wurde halt einfach extrem gut umgesetzt, meiner Meinung nach, denn die ganzen Einzelschicksale der Charaktere sind einfach so dramatisch und traurig. Das ist einfach perfekt dazu oder perfekt ins Genre Drama passt. Das haben sie einfach gut inszeniert. Und ja, dann gefällt mir noch ein Elfenlied, die Musik, da die Musik einfach immer an der perfekten Stelle einkommt. Also die Musik untermalt die Dramatik noch viel stärker. Und das gefällt mir so sehr an Elfenlied. Ja, das waren eigentlich so die Hauptgründe. Aber ja, zudem gefallen mir noch die Zeichnungen. Also das ist ja im Jahr 2004 wurde der Anime produziert und damals hatte man ja noch nicht so einen extrem guten Zeichenstil. Aber Elfenlied hat halt im Jahr 2004 schon echt bewiesen, dass die Zeichen hammerhart sind. Also in dem Fall ist hammerhart gut. Und ja, dass sie einfach hammerhart sind. Und zudem taugt mir das Opening von Elfenlied einfach extrem. Ich packe das Opening von Elfenlied unten in die Beschreibung rein. Und ja, weil es einfach hammergeil ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Könnt gerne einen Daumen nach oben drücken oder könnt auch gerne was drunter schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ja, auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Ciao, haut rein.